Assalamu alaikum, meine Lieben. Hier ist wieder die Khadija und der Bäcker. Hallo Bäcker. Ja, also, kleines Feedback. Er hatte ja Blähungen oder Verstopfung. Mit dem Öl ist heute alles raus. Das heißt auch, dass er dann abgenommen hat. Ne? Jetzt kam, also es kam wirklich so viel raus aus dem kleinen Mann. Ja, und er kriegt Zähnchen. Augen sind auch schon, ne, guck, besser. Ja, ich musste ein bisschen waschen, weil, ne, durch das hinten war alles voll. Es ist ja natürlich weich rausgekommen, da ist noch Restöl von dem Einlauf dabei. Jetzt ist die Frage halt, ist der wirklich gesund oder nicht? Ich würde mal kurz testen auf dem normalen Untergrund. Dass ihr mal sehen könnt, wie er läuft. Ist es zittrig? Ist es. Nur ist auch für die Tierärztin, dass sie mal sieht. Ja, weil sie deutet auf einen Virus hin. Es kann sein, dass die Mutter gestorben ist. Wenn die nämlich so wackelig sind und besonders wenn der Kopf zittert, sagte die Tierärztin, dann ist es Katzenseuche. Aber so, ja, so richtig finde ich den nicht zittrig. Der läuft halt nicht so viel. Das ist jetzt, ja, kleiner Bäcker, bist auch schön neugierig. Gell? Hunger hat er nicht. Ich habe ihn gerade 15 Milliliter reingehauen. Also der ist voll. Der will zu mir kuscheln, deswegen jammert er gerade. Ne, wenn ich nehme ihn jetzt mal hoch. Und jetzt ist er ruhig, gell? Ja, und schnurrt. Ja, also alles ja, gut. Ja, schon ist ein bisschen schön. Hörst du das Schnurren? Ja. Ja, der kleine Bäcker. Jetzt sind wir schon wieder ein bisschen weiter vorangekommen. Alles drin, Picobello. Jetzt gucken wir mal hier, Picobello. Ah, leave me alone, wo sind meine Schuhe? Dann nehme ich halt die. Da bin ich nämlich schon aus Versehen in meinem Idyll in den Stall gegangen. Und habe schon... Das hat er doch gestern gesucht, die Weste. Da hat er sie gefunden, die Jacke. Genau. Oh, schon wieder der ganze Müll hier in meinem Busch. Ah, ich habe schon Sommerklamotten raus. Was heißt raus? Ich trage hier im Winter auch manchmal Sommerklamotten. Ich habe schon Angst. Alles gut hier? Ne, normal lasse ich die nicht allein, die Kaninchen. Das war jetzt... Ah, der Don Pupsi lebt schon mal. Na, kann man euch vertrauen? Don Pupsi, gut. Der Vater Silva ist da. Der Pate auch. Und wer ist hier? Don Camillo. Da fehlt Don Rosso. Ist er hier? Nee. Don Rosso. Ah, da ist Don Rosso. Alle da. Okay. Wollt ihr jetzt langsam ins Betti? Geh mal du futtern. Weil wir gehen jetzt Mittagsschlaf machen. Wollt ihr noch draußen bleiben? Ha, komm, sicher ist sicher. Oh, mein Rücken. Also, heute guckt mein Mann nach einem Arzt in Asyut. Und mein Schwager. Komm, Betty, Betty, komm. Betty, Betty, komm. So leicht am Popo in die richtige Richtung bringen. Betty, Betty, komm ins Betty. Komm, jalla, geht ins Bett. Komm, husch, husch, alle ins Bett, Betty, Betty. Fällt mir das Zeug hier noch auf den Kopf, ich sag euch, das brauche ich. Das ist von meinem Glück, komm. Don Rosso. Heute gibt's noch Fisch, ich habe den gestern gar nicht mehr gegessen. Ich habe nur Reis mit Tahina gegessen, das war so lecker. Jetzt wollte ich dich schon rein. Jalla, Betty, Betty. Geht ja nimmer ins Bett, Kerle.
Die hören nicht auf mich. Hier, Don Rosso, komm. Boah, wenn es so windig ist, kann das ja trotzdem noch fallen, gell? Komm, Don Rosso, jalla. Komm, husch. Geh ins Bett. Betty, Betty. Komm, du bist die Zukunft. Hier in dem Stall. Komm, komm, komm. Betty, Betty. Le! Hast du das auch schon gelernt? Verdammt. Also, nee. Kommt, ich geht jetzt hier rein. Aber jalla. Jalla. Geh du hinterher. Wer ist das? Der Angst hast, der will nicht allein bleiben. Ja, und jetzt ins Bett. Oh, nee. Geh. Könnt ihr mal sehen. Viecher hören auf mich wie... Wie meine Kinder auf mich. Nee. Die. Upsala. Jetzt können wir gleich mal sehen, wie die macht. War das nur Pipi? Na gut. Ihr bleibt da drin. Keiner kommt mehr raus. Wer ist jetzt noch hier? Don Pupsi und Don Rosso. Aber bitte, Kinder. Ich habe doch Rückenschmerzen. Komm. Ja. Meine Nachbarin sagt, ich muss wahrscheinlich eine OP machen, wenn es so weitergeht. Komm. Der Amu Sabri hat auch eine OP gemacht. Das machen die hier easy peasy. Muss nicht mal nach Kairo. Na dann. Na, hock im Rollstuhl. Keine Ahnung. Jalla, Betty, Betty. Also, weißt du, ihr könnt machen, was ihr wollt. Also, jetzt habe ich wirklich keine Lust mehr. Seid doch bescheuert. Komm, Wasser hier rein. Dann habt ihr kein Wasser draußen. Hier ist das Wasser. So. Don Rosso. Spinni. So. Und ihr braven Mütterlein, ich habe eure Nester gefunden. Seid ihr nicht gedacht? Ich auch nicht. Ja. Guck mal. Ja, ganz frisch geboren. Das sieht doch gar nicht nach Nest aus, gell? Alles okay hier. Ja. Oh. Also das wird ein weißgraues. Da können ja nur weißgraue rauskommen. Und die sind alle grau. 2, 3, 4. 3 graue. Familienfoto. Und dann ein grau-weißes. Gescheckt. Super. Wunderschöne Tiere. Ja, schön zumachen. Jo, dass keiner weiß, wo ihr seid. Gell? Hä? Ich dachte, da wären Haare. Ja, ja, ja. Hier gucken wir auch noch. Also mir scheint, die sind erst jetzt geboren. Die anderen sehen mir größer aus. Aber gut, es sind auch mehr, eins mehr, ne? Guck mal. Muss ich mich kurz hinsetzen. Das habe ich noch gar nicht richtig angeguckt. Also. Familienfoto. Ja, die Mutter ist ja so grau-weiß. Das sind alles Schecken, ne? Echt gespannt. Und gut genährt sind sie. Ja, das, die kommen durch. Ja, inshallah, sagt man natürlich. Aber bei 5 alles gut. Der Kleine, der sitzt einfach da. Kaffee.
Kaffee. Hey. Du hörst mich ganz genau. Kaffee. Lecker, lecker. Was? Nö. Ich schlaf jetzt. Mein Bauch ist voll. Na, hier ist schön kühl im Zimmer. Kaffee, komm. You're fine. Nee. Ja, der schläft da hinten in dem Sack immer drin. Ja. Bin auch ganz müde. Ich gehe jetzt schlafen. Muss bald wieder den Bäcker füttern. Ich habe jetzt ein neues Baby. Guckt, Kinder, Leute. Heute ist der 5. Tag. Und er nuckelt von alleine. Guck. Ja, also wie jetzt. Vorhin hast du ganz toll genuckelt. Komm. Oh, Baby. Zeig uns noch. Na, jetzt will er nicht. Ich zwinge ihn aber auch immer jede Spritze rein. Ne? Aber ja, heute, komm, mach auf, der hat schon Zähnchen. Guck jetzt ein bisschen. Es fängt an, dass er das akzeptiert. Der macht den Milchstrich ein bisschen. Lass mich! Ja, aber es gefällt ihm, die Spritze. Er akzeptiert die Spritze. Guck ein bisschen. Davor muss ich immer Pause machen. Noch ein Spritzer, noch ein Spritzer. Jetzt ging's schnell. Das ist die zweite schon heute. Also jetzt. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. So, guck mal, wie süß. Ups, jetzt ab, Jabi. Okay. Oh, Baby. Wir schaffen das. Gell? Alle Daumen drücken, alle Pfoten sind gedrückt. Alle Bittgebete gesprochen. Ne? Super. Zittern nicht, du bist nicht krank. Nein, nicht zittern. Alles gut, alles gut. Ja, die Mopsi. Leute, ich bin so glücklich heute. Es ist einfach schön. Jetzt habe ich die Damen rausgelassen, Tür zu, dass die Katzen nicht die Babys fressen. Sagt der Amina, bitte die Wäsche aufhängen. Was? Sagt der Amina, bitte die Wäsche abhängen und aufhängen. Im Wohnzimmer oder in ihrem Zimmer. Ne? Wir haben hier 7 Kaninchen und da drin 5, 13. Also haben wir 6 Mädchen und, nee, wie viel haben wir? Und 7 Jungs, ja genau, nee. Hä? 5, 6? Da fehlt doch eine, die ist doch noch drin. Eine habe ich vergessen, sag mal. Ich komme auch nicht mehr klar, wir haben doch nur 6 Mädels und 6 Jungs, so rum. Ja, guck mal. Die warten auf mich. Ja, guck, meine Mäuse. Na? Na. Die Mausi. Hä? Was, Peggy Bundy, was haben Sie zu suchen im Katzenzimmer? Nee, 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 nee. Ja, Leute, wer das verpasst hat, das Video, das waren die Jungs. Die sind geschaukelt wie Bolle, dass sogar da oben das Eisen sich verbogen hat und die ganze Konstruktion zusammengeklappt ist. Zum Glück ist keinem Kind was passiert. Aber ich bin trotzdem sauer. Die dürfen nicht mehr, Jungs dürfen hier nicht mehr spielen. Das war's. Kein Vertrauen mehr. Wenn ich sage nein und die machen hinter meinem Rücken trotzdem, sowas gibt's nicht. Na, die Mädchen, wenn ich sage lang, die machen sowieso langsam. Die brauchen nicht so rum wie die Jungs. Immer diese, die spielen solche Spiele, schnelle Autos fahren und da so hoch. Und hör mal auf, regt mich nur auf. Nicht aufregen, Charlie. Jetzt gehe ich mal gucken bei den Ziegen. Und dann warte, dass die Mausi kommt. Dann zeige ich ihr die Babys. Ja, ich habe mal wieder alles rausgekehrt, hier sauber gemacht. Da kommt der Hähni und frisst das Katzenfutter da draußen. Put, 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 put. Ja, schön fressen. Und die Mausi, die hält mir die Affen vom Leib, weil die Simsim will nicht, dass ich da rumputze. Die kommt, steigt mir immer auf den Kopf, wenn ich da rumkehre. Und der Fausi auch, die denken, ich gehe gleich raus. Aber ich muss da rumkehren, sauber machen. Okay? Und dann zeige ich dir der Kaninchenbabys. Ja, die Mopsi tut die Schwägerin immer beißen. Dann sage ich, das sind Liebesbisse. Die Mopsi liebt dich, heißt es.
Ne, weil die beißt ja immer so süß in die Hand. Und die ist ganz geschockt, dann die Schwägerin, die hat Angst vor ihr. Sag ich, nee, brauchst du nicht. Ja, also heute ist ein schöner Tag. Heute ist übrigens der Weltfrauentag, der 8. März. Gut, ist ja auch egal. Wir feiern das ja nicht groß. Aber immerhin hat es mich so glücklich gemacht, der Bäcker hat Kaka gemacht. Und wie viel, gell? Könnte ich gar nicht hingucken. Das war so ekelhaft. Ich habe schon einer Freundin gesagt, wie wenn du so einen Torten... Ja, das wollte ich gerade sagen. Ja, du tust es in die Spritze von so einer Torten und dann drückst du drauf und dann kommt's raus mit Öl. Aber das hatte nicht mal einen Geruch. Bissle vielleicht. Man muss es riechen, ob es stinkt, damit man weiß, sind es Bakterien oder ist das normal? Ja, ein bisschen Kot riechen wollen. Ja, das muss man, wenn du beim Tierarzt bist, der fragt immer, wie riecht der Kot. Das ist normal. Und wenn du beim Menschenarzt bist? Ja, das geht dir nichts. Oh. Ja doch, der Menschenarzt fragt auch, stinkt's. Ne? Wenn du Durchfall hast, stinkt's arg, dann weißt du Bescheid, das ist richtig bakterielle Infektion, der Fluch des Pharaos. Ah ja. Und wenn es richtig stinkt, ist Schratzenseuche, aber bei dem stinkt's nicht. Das hat mich ja so gefreut. Das stinkt nicht, guck und wie viel. Ich habe fast einen Freudentanz gemacht. Gut gemacht, weiter. Drück weiter, nochmal. Und die Maus guckt immer weg. Ich war so glücklich heute, gell. Ach, war das schön. Den Bäcker, den habe ich ins Herz geschlossen. Heute ist Tag 5. Und der ruft mich schon und der akzeptiert den Nippel bissle. Als du heute mit wem du telefoniert hast, jedenfalls als du deine Stimme als irgendwas geschrien hast, hat er gesagt, Miau! Ja, das ist mit der Jule habe ich telefoniert. Ich habe dann zu ihr gesagt, du, ich muss jetzt auflegen, der hat schon wieder Hunger. Dann bin ich ins Bad und dann hat er rumgejault. Dann habe ich ihm nochmal 2 Spritzen reingehauen. Voll süß. Ja, ich bin doch seine Mama. So, meine Lieben, wir haben hier das Wasser aus dem Pool rausgemacht. Wir sind gerade am Putzen, Mama und ich. Da hinten sitzt Fausel und Simsim sitzt da auch da hinten irgendwo. Und hier ist Sheila. Und ich bin ganz vermummt und hock und krabbel auf den Knien rum. Ja. Ich kann schon mal da zeigen, was wir machen. Minnie ist auch mit uns hier. Und hier tut Mama mit dem Besen, also mit dem vorderen Stück vom Besen. Nur mit dem auf alle Viere rutsch ich rum und mach. Wir bläde, gell? Aber guck, schön sauber. Ja, ja. Und das müssen wir auch leer machen. Den Druck da hinten. Mhm. Okay. Das müssen wir auch leer machen. So, jetzt mache ich hier Pause. Guck mal. Schön alles gerade eben. Eine Tüte zur Kuh gebracht. Das ist ganz schön schwer. Ja, Mausi fragt mich gerade, warum lassen wir das nicht in Amo Fausi machen? Gute Frage, ich weiß auch nicht. Ich habe es einfach gedacht, jetzt fange ich an und fertig. Ja, ich habe gesagt, Bewegung ist auch nicht schlecht, aber... Ja. Vielleicht machen wir auch nicht alles, nur ein bisschen und der Rest... Wenn er kommt heute, wir wissen es ja nicht. Ich will es halt fertig haben, mal. Nicht immer da mittendrin stehen. Ramadan kommt und ich will alles picobello haben bei den Tieren. Ja. Hast du schon geduscht? Die Freundin, nee, dann ist gut. Ich habe auch einen Mundschutz an, also mein Kopftuch als Mundschutz. Wegen meinem Asthma. Gell, Chili? Die Sheila ist noch da, die stressen wir nicht. Irgendwann lässt sie sich von selbst einfangen. Und wenn das Jahre dauert, die ist halt so. Muss man akzeptieren. Aber sie nimmt das Futter von uns an, gell? Die Eier besonders. Ja, Mausi. Und der Fausi liebt sie sehr. Die schlafen immer zusammen da drin. Deswegen haben wir jetzt das, da schläft die Simsim drin. Ja. Man fisch mehr kein Mumken oder mich eisen, Hom. Oh, hey, ja. So, super Sau, super Mädels. Gut. Not a la Tulu Kassar. But can fi Beiserschweier. Sreya. But Beiserschweier.
Die sagt natürlich im perfekten Arabisch, genau. So sieht's aus. So, meine Lieben, hier haben wir das aufgehängt als Bett. Und ah, hier tritt ich ins Wasser rein. Hier sind die ganzen Stofftiere mit Fausels Bett. Da hinten rennt die Sheila rum. Das machen wir jetzt noch weg. Und der Pool, weiß ich nicht, ob Mama den füllt. Im Bagger da sind die ganzen Körperteile von Ken. Der hat auch eine Barbie, der Fausi. Und dann... Und die ist ganz kaputt. Und der spielt trotzdem noch. Ja, und hier... Kommt nicht bei, Sack Nummer 3 ist unter der Kuh. Ich weiß nicht, wo der ist. Sack Nummer 3. Ja, aber das Bettchen haben wir schön gemacht da, gell? Ja. Voll süß. Ja, jetzt glaube ich, haben wir nur noch einen Sack übrig. Boah. Ja. Guck mal. Also, ich bin stolz. Hast du gezeigt, die? Voll süß. Das müssen wir noch raus. Alles leer machen. Ja. Was noch? Ach ja. Das muss man waschen. Die ganzen Handtücher. Die machen es jetzt so. Da hast du noch nicht gekehrt gehabt, gell? Nee, das will ich jetzt auch noch kurz auskehren. Und dann haben wir es. Dann können wir die Affen wieder reinbringen. Hier schläft die Sim heute Nacht. Einmal zeigen. Hat sie so ein... Ne? Nee, die wird da nicht schlafen. Die mag keinen Wind. Da oben die, das Ehepaar. Na, war ein Wunder. Das Ehepaar schläft hier mit dem Kind, mit dem Bubu. Ja. Tale Mahmoud. Ah, 3 seconds we make already. I don't know. I need to be finished this. Close the door. Look, we are making good work. Super, super. Ja. So. Ich habe gerade Päusle gemacht. Wenn der Alt kommt, kann ich ein bisschen sitzen. Mein Rücken. Der Alt, gell? Der ist 5 Jahre jünger, der Alt. Warte mal. Da, guck mal, die fressen die Reste, die Ziegen. Resteverwerter. Ja. Schön. And you bring the sack number 4? Natürlich nicht. Geht weg. Oh nein. Nein. Du, der Grimy, kommt. I'm finished. Not? Look this. This. La la la. Why? This must be... Mahmoud. This coming out and this is not finished for me. I need all super clean. Malish. Open. But leave it, don't move it until I come, because there's not flying everywhere. I will make with the magnesium. Make it. Mahmoud. Mausi, ihr dürft euch ein Eis kaufen gehen, was ihr wollt, aussuchen bei der Mona. Aber niemand sagen, nur wer gearbeitet hat, darf. Okay, also weiter geht's. We are finished. Hier. Ah ja, gut, da hat er nicht alles mit. Na gut. Egal. Kann ich auch nicht. Ja, du kannst die bringen. Die Tiere. Und dann die... Ja, ich muss mich auch mal hinsetzen. Und dann das Wasser ausmachen. Guck mal hier die Konstruktion. Das ist jetzt verbunden mit dem. Da können sie sich hochrangeln. Und dann hier vielleicht hoch am Seil. Sieh mal, Keda. Shukran. Also ich bin ganz happy. Na, die Schildi, der Gobi, wollte gar nichts wissen. Der hat nur da hinten zugeguckt. Mehr nicht. Ja. Setz mich jetzt mal hin hier und beobachte mal, was die Affen sagen. Halt mal die kurz. Halt ihn kurz. Die arme Mini Käfer. Und die Sheila hat sie auch noch angegriffen. Hast du gesehen? Komm, die lacht sich tot. Du bist ja eine tolle Freundin. Na, Fisi.
Komm, Fausel. So eine Freundin hätte ich auch gern, die mich so auslacht. Best friends forever. I love you. Hast du Wasser nicht ausgemacht? Jetzt schnell ausmachen. Guck mal, der Pool läuft doch über. Okay. Ach so, du kannst es wieder nicht abmachen. Komm, Fausi. Komm. Komm her. Komm her. Komm her. Ich mach's dir ab. Die lacht sich da einen ab, gell? Die arme Freundin. Komm mal, Fausi, tut mir leid. Wir müssen das eher von beiden Seiten. Fausi, guck mal, wann wir jetzt hier Neues haben. Ey, Allah. Min. Jom amel die Tippen. Und die Heta. Eine amelt, ure Gelle amel Cement Fork. Die haben sie Bachi für Sochlofau geruht. Swingpool für die Schildis. Und guck mal, der Fause, wie er alles anguckt. Aha. Hast du den Bubu gefunden? Guck mal, Fause, wo ist der Bubu? Hier ist der Bubu. Aha. Hier ist der Bubu drin. Hier. Pass auf. Fausi. Fausi, komm mal her. Nicht abhauen. Hier bleiben. Okay, warte, warte, warte. Der tut mir so komisch. Ja, okay, komm. Ja. Hast du? Wasser ist aus. Ja. What? Now, okay, halas. Also, Mohammed ist. Gib her. Mohammed ist vom Hotel. Muss ich kurz Bescheid sagen. Also, muss immer alles. Au! Schon wieder. Also, und die auch. Der hat mich in Popo. Aber nur verwandt. Du lachst alle aus. Du, es kommt die Zeit. Es kommt die Zeit. Und dann wirst du sehen. Oh. Die, guck mal, wie er trinkt. Oh. Tizi. Stachfurlalasin. Okay, Leute. Jetzt muss ich erstmal kurz jemand anrufen. Auch. So. Ja. Tu mal einen Schlauch raus, genau. Ich will da rein in den Pool mit dem. Geh in den Pool. Pass auf deine Schuhe auf, die sind jetzt schmutzig. Ich weiß. Ich weiß, gut. So, jetzt habt ihr wieder neues Revier, gell? Aywa, halas. She wear clothes and go down. Hamza the guy. Yes, she met him already. So, and she know him also. Also, das ist die Spenden. Eieiei, die Spendenübergabe läuft. Ich krieg Waifu, das habe ich mir gewünscht. Das von Seven vs. Wild machen sie doch immer Werbung. Die beste Trinkmahlzeit. Hä? Die Trinkmahlzeit, ja. Ich will es mal probieren. In Kokos. Zwei Kokos habe ich und noch einen anderen Geschmack. Und Milchstädte hat sie dabei. Und Flohmittel für Katzen. Voll die Jule ist die Beste. Eigentlich alle sind die, ich sage immer zu jedem, du bist die Beste. Es sind auch alle die Beste. Ihr seid alle die Beste. Und natürlich kommt dann Onkel Mohammed heute gefahren. Und dann kommen morgen ganz viele Sachen. Für, warum lachst du jetzt wieder? Erinnerst du dich wieder? Hab alles auf Kamera, wie sie gemacht hat. Ja, und die lacht. Die lacht sich tot über ihre Freundin. Ja, also gut, dann gehen wir jetzt, dann tun wir den, das machen wir nicht. Ich mache heute nichts mehr, nee. Aber das war jetzt gut. Ist nicht hundertprozentig Besen rein, gell? Also so übergibt man keine Flat, keine Wohnung. Aber das ist halt Ägypten-Style. Ich wollte es halt wirklich nur Trab, nur Boden, aber geht halt nicht. Aber ist auch gut, weniger. Die sind verliebt in die Babyzicklein. Ja, die sind die ganze Zeit bei den Zicklein. Kalas. Das war's mit dem Video. Ihr seid die Beste. Bis die Tage. Machi Leva. Bye bye. Geht und holt euch Eis.
Na, Fiese kriegt auch ein Eis, auch egal, komm. Wir auch eins. Ja, auch. Die darf auch eins essen. Also, gell? Und mir holst auch eins und dein Bruder. Welches dieses, was ich letztes Mal... Mir ist das gerade alles egal. Eis ist Eis. Das am Stiel, mir ist alles egal. Mir schmeckt sogar das Nutella gerade. Das sind billige. Sie meine Mutter noch? Ich bin noch deine Mutter, ja. Na wirklich. Wer sind Sie? Wer sind Sie? Weißt du, mir ist alles wurscht. Ich habe das Land akzeptiert. Das ist halt so jetzt, gell? Ich bin nicht, werde ich halt Ägypterin, ist doch mir egal. Ja, bring mir, was du willst, alles gut. Eis ist Eis. Gell? Jalla. Schmeckt es gut, das Wasser. Also, tschüss. Und munkin die kaman, die und die. Die Onkel, min heya. Okay. Guck mal, der kleine Gavi, der spielt hier. Der mag das, der tut ganz oft mit dem Spielen. Ja, schön gemütlich hier, gell? Mit der Mama. Ja, draußen ist schon dunkel. Ich sitze hier noch. Also, gut's Nächtle.